ist zu gucken, wo ein existiert. Gibt es irgendwo in der Welt, wo es ein Grundeinkommen für alle gibt? Wo?
sodass es schon morgen oder übermorgen in einer Lage sein wird, wo man ein geringes Grundeinkommen einführen kann, das eigentlich weniger wäre als die heute mehr komplizierte Situation. Es ist natürlich deutlich, dass das keine volle Ergänzung wäre, auch nicht die Sozialhilfekomponente unseres Verfassungsstaats. Aber es wäre auch eine Vereinfachung und eine Reduzierung der Effekte an der Zahl der Elemente des passiven Sozialstaats. Und die Frage, wer ein Grundeinkommen erhalten soll, das war vielleicht schon die Rede von jedem Staatsbürger. Darf ich Sie das einladen, kurz diesen Punkt noch schneller umzugehen? Also, die Frage der Legitimation letztlich verbindet sich das mit der Frage der politischen Durchsetzung. Ja, ich bin schon der Meinung für ihn und müsste vielleicht darüber reden, ob es Staffelungen gibt, also sagen wir mal, vor für Kinder, solange sie in ihrer Familie leben, also sagen wir mal bis 16, einen geringeren Betrag, weil das unter der Bedingung, dass sie in Familien gemeinsam leben, dass eine gemeinsame Kasse geht. Gegen andere Staffelungen würde ich mich wehren, also altersabhängige entsprechend, also ja, manche schlagen vor, ich glaube, da werden sie auch entsprechend der biologischen Lebenskurve sozusagen, das würde ich ablehnen, sondern gleichbleibend. Ich frage mich, wenn jetzt die Frage schon aufgeworfen ist, wie kann die Transformation aussehen? Das Wort Verhandlungsmacht ist ja schon gefallen. Ich glaube, Herr Paas hat es vorhin genannt. Da sehe ich eine gewisse Schwierigkeit, weil es müssen sich dann diejenigen, die noch Arbeit haben und diejenigen, die nur vom Grundeinkommen leben, sozusagen letztlich bergen. Um die Höhe jeweils, die das Grundeinkommen haben soll. Und natürlich auch schon ist die schwierige Frage, ja, wer ist der Träger sozusagen für die Einführung, denn es muss ja irgendwo eine auf Mehrheitsentscheidung beruhende gesetzliche Regelung irgendwann mal geben, das geht ja nicht anders. Und wie lässt sich das sozusagen realisieren, wer führt sozusagen im Namen eines solchen entscheidenden Programms Abkämpfe? Und die Frage ist ja ganz schwer zu beantworten. Die wird auch noch schwieriger, weil alle nämlich das Einkommen bekommen, was wofür ich sehr bin. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es sonst nicht greift. Dann kann man natürlich, es ist schwierig, eine Parteiung zu erreichen. Also irgendwie müssten sozusagen ein paar Einkommen bekommen und sozusagen noch ein Arbeitseinkommen zusätzlich, die müssten sich sozusagen miteinander streiten, wobei die Schwierigkeit ist, dass die Gruppe, ich mir vorstellen, dass die Gruppe derjenigen, die von Anfang an von den Bedingungslosen nur von Bedingungslosen Einkommen leben, diese Gruppe, für die das stabil ist, relativ klein sein wird. Aber die Gruppe, die hin und her wechseln, wird größer sein. Und das wirft natürlich Folgeprobleme für sozusagen keinen Streit aus, der aber irgendwo sich artikulieren muss, um die politische Transformation anzuleiten. Da sehe ich eine gewisse Schwierigkeit.